Sie liegen auf dem Boden. Wer hat sie dorthin geschmissen? Wer war es? Ja, gute Frage. Ich würde sagen, das war dann wohl ich. Heute gibt es hier auf iManiac nicht so ein richtig langes Video, sondern nur was ganz kurzes, was daran liegt, dass ich sehr, sehr wenig Zeit habe. Ich fliege morgen mit dem Bart zusammen in die USA, um über einen Spielfilm ein YouTube-Video zu machen. Und ihr werdet demnächst erfahren, worum es geht. Eigentlich wollte ich nur ganz kurz wegen der Demonstration gegen ACTA ein kurzes Video machen. Ich habe dort auch ein bisschen was gefilmt. Es waren wirklich sehr viele Leute auf der Demonstration, allerdings nicht ganz so viel in Berlin wie zum Beispiel in München. In München waren es mit 16.000. In Berlin waren es, glaube ich, nur 2.000 bis 3.000 Leute. Trotzdem fand ich die Stimmung extrem gut. Es waren sehr, sehr viele nette Leute da. Auch einige YouTuber, die mich erkannt haben. Und es war sehr lustig. Man merkt an den Bildern, dass ich auch ganz schön verschnupft bin, an der roten Nase vor allem. Das ist die Demonstration gegen ACTA. Es ist verdammt viel los. Es sind sehr viele Leute hier. Das Wichtigste ist, es ist kalt. Das hast du schön zusammengefasst. Wir haben uns vorher wirklich schon überlegt, ob wir einfach die Bahn bis zur Endstation nehmen sollen, statt hier mitzulaufen. Das haben wir dann doch nicht gemacht, aus revolutionärer Bürgerpflicht heraus. Warum wart ihr nicht da? Ja. Wir haben es ja extra wie gesagt, ihr sollt kommen. Und genau, dich da habe ich nicht gesehen. Und falls ihr doch mit dabei wart bei den ACTA-Demonstrationen, vielleicht habt ihr ja Lust, ein bisschen zu beschreiben, wie ihr das Ganze so empfunden habt und wie bei euch die Stimmung war. Schreibt einfach unten in die Kommentare rein. Tu es, obey. Was lustig ist, dass einige Leute mich anschließend angeschrieben haben, um sich zu entschuldigen, dass sie mich angesprochen haben auf der Demonstration, weil sie wahrscheinlich dachten, dass mir das nicht recht ist. Aber eigentlich fand ich das total nett. Falls ihr mich mal irgendwo seht, sprecht mich einfach an. Ich reagiere vielleicht nicht immer so super enthusiastisch, weil ich bin einfach so. Ich bin ein relativ ruhiger Mensch. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich ärgere oder dass ich mich gestört fühle oder so. Ich freue mich total. ACTA haben wir leider immer noch nicht verhindert. Also die Bundesregierung denkt immer noch drüber nach, diesen Scheiß zu unterschreiben. Um das zu verhindern, werden wir wahrscheinlich noch einiges machen müssen. Außerdem arbeite ich seit einigen Tagen an einem neuen Animationsvideo und es ist gleichzeitig auch ein Rap. Hier ein paar Ausschnitte von den Dreharbeiten. Was machst du damit, Marvin? Was? Wie? Ich? Wir sind nur, Wir sind nur gute Freunde. Macht die Hand dann irgendwelche Bewegungen zur Kamera und redet dann einfach so, während ich rede. Ja, das macht die Hand einfach manchmal so. Kannst du mir mal den Muppet von der Schulter nehmen? Boah, das letzte geht gar nicht. Hey, hör auf! Das war's, wir werden uns garantiert in den nächsten Tagen hier wieder sehen. Bis dann. Bis auf der anderen Seite des Ufers. Bye. Das klingt sehr zweideutig. So habe ich es aber gar nicht gemeint. Naja. Bis dann. Bye.